Ich werde die Referentin immer dann vorstellen, wenn sie auch zu Wort kommen. Deshalb, damit fangen wir jetzt an. Ich freue mich sehr, Peter Klausing von Pan Germany und Wiebke Beushausen von den COTA begrüßen zu dürfen. Beide werden uns die Ergebnisse der Studie nun in einem kurzen Input vorstellen. Dr. Peter Klausing ist Fachwissenschaftler für Toxikologie, Fachwissenschaftler und Toxikologe, Entschuldigung, und arbeitet bereits seit 2014 mit dem Pestizidaktionsnetzwerk Pan Germany und anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen. In den letzten 5 Jahren wurden 6 Studien und 8 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die von ihm verfasst wurden, beziehungsweise an denen er aktiv beteiligt war. Wiebke Beushausen, sie ist seit ihrem interdisziplinären Studium der nachhaltigen Landwirtschaft an der Schnittstelle zwischen ressourcenschonender Pflanzenproduktion und Ernährungssicherheit tätig. Und zurzeit ist sie als Projektmitarbeiterin beim entwicklungspolitischen INCOTA-Netzwerk tätig und arbeitet dort in dem Arbeitsbereich globale Landwirtschaft, unter anderem zum Thema Doppelstandards in der Pestizidvermarktung. Peter Klausing und Wiebke Beushausen, ihr beide habt das Wort und ich freue mich darauf, dass ihr uns allen jetzt die Ergebnisse dieser Studie kurz vorstellt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan. Dann teile ich immer meinen Bildschirm und fange an, ein bisschen was zum Hintergrund unserer Studie zu erzählen. Und dann werde ich weitergeben an Peter. Also zum Hintergrund. Zuletzt hat die Kritik an den Doppelstandards in der Pestizidvermarktung immer mehr zugenommen. Und das möchte ich einmal noch erläutern. Es geht nämlich um Folgendes. In Europa entscheidet die EU-Kommission darüber, ob ein Wirkstoff genehmigt wird oder eben nicht. Und ein Wirkstoff ist in diesem Fall die Substanz, die dem finalen Pestizidprodukt seine Eigenschaften verleiht. Und wenn ein Wirkstoff keine Genehmigung erhält, zum Beispiel weil er zu gefährlich für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ist, dann darf er eben auch nicht in Pestizidprodukten in der EU benutzt und zugelassen werden. Trotzdem ist es den EU-Mitgliedstaaten aber erlaubt, diese Produkte und Wirkstoffe, die in der EU verboten sind, andernorts auf den Markt zu bringen und dorthin zu exportieren. Und genau das ist der Doppelstandard, der hier zu Recht kritisiert wird. Genau hier wird mit zweierlei Maß gemessen, denn was hier in Europa aus guten Gründen, nämlich zum Gesundheitsschutz, verboten ist, das sollte natürlich auch andernorts genauso wenig zum Einsatz kommen dürfen. Doch genau von diesen Doppelstandards bzw. von den Absatzmärkten profitiert die europäische Agrarchemieindustrie und darunter auch Bayer und BASF, zwei deutsche große Chemiehersteller. Oftmals vertreiben sie ihre gefährlichen Pestizide und Wirkstoffe in Ländern des globalen Südens, ganz einfach, weil da weniger reguliert wird. Und das liegt unter anderem daran, dass die Kapazitäten und Ressourcen der lokalen Zulassungsbehörden begrenzt sind. Und diese Doppelstandards können auch anhand der BVL-Statistik nachgewiesen werden. BVL ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und wie wir hier auf dieser Grafik sehen können, wurde im Jahr 2019 größere Mengen von insgesamt 8 Wirkstoffen, die mittlerweile in der EU verboten sind, aus Deutschland in den Rest der Welt exportiert. Dabei muss man festhalten, dass es recht grobe Angaben sind. Also wir sehen hier, die Tonnen werden immer von bis angegeben und nicht konkret benannt. Und außerdem ist auch nicht bekannt, welche Unternehmen die Stoffe exportieren und in welche Zielländer sie gelangen. Das heißt, der Transparenz ist hier noch ein bisschen Luft nach oben gelassen. Dabei wäre es sehr wichtig, das zu wissen, denn durch diesen Export wird die Gefährdung der menschlichen Gesundheit von Menschen im globalen Süden bewusst in Kauf genommen. Und diesen Missstand belegen auch aktuelle Untersuchungen, die die Anzahl der akuten und unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen auf insgesamt 385 Millionen Fälle pro Jahr schätzt. Das ist Pi mal Daumen die Hälfte der in der Landwirtschaft tätigen Weltbevölkerung und 11.000 Menschen verlieren daran ihr Leben pro Jahr, die meisten davon im globalen Süden. Denn ein weiterer Grund dafür, dass die Menschen dort besonders betroffen sind, ist, dass die sichere Anwendung der Pestizide vor Ort schlichtweg nicht umsetzbar ist. Das liegt zu allem daran, dass die Schutzkleidung, die eigentlich nötig wäre, nicht vorhanden ist, dass sie nicht erschwinglich ist oder aufgrund der klimatischen Bedingungen ja, impraktikabel ist. Außerdem sind die Beipackzettel der Pestizidprodukte aufgrund von Sprachbarrieren nicht immer lesbar.
Dieses ist alles hinreichend belegt und den Unternehmen bekannt. Doch trotzdem bringen sie ihre Wirkstoffe und ihre Pestizidprodukte im globalen Süden auf den Markt und verletzen damit ihre unternehmerischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Menschenrechte. Und vor diesem Hintergrund fanden wir es wichtig, nochmal genauer hinzuschauen und haben uns die folgenden Fragen gestellt. Erstens, welche Wirkstoffe, die mittlerweile in der EU verboten sind, weil sie zu gesundheitsschädlich sind, wurden denn von Bayer und BASF entwickelt und oder auf den Markt gebracht? Zweitens, sind sie noch in den Ländern des globalen Südens zu finden? Das haben wir beispielhaft an den Ländern Mexiko, Südafrika und Brasilien überprüft. Drittens, wer vermarktet sie? Sind das immer noch Bayer und BASF oder mittlerweile andere Pestizidhersteller, da die Patentfristen für diese Wirkstoffe abgelaufen sind? Und viertens und vielleicht am wichtigsten, was sind die Auswirkungen vor Ort? Und dafür haben wir heute Colette und Irma da, die uns da berichten werden. Und wie wir versucht haben, diese Fragen zu beantworten, das wird uns jetzt mein Kollege Peter Klausing weiter erklären. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören. Kurz zu unserer Vorgehensweise. Die Europäische Union hat eine sehr umfangreiche Datenbank, die man auch selektiv durchsuchen kann, sodass es möglich war, die in der EU verbotenen Wirkstoffe zu identifizieren. Nach diesem ersten Schritt haben wir uns daran gemacht, bei diesen verbotenen Wirkstoffen jene herauszufinden, die von Bayer und BASF irgendwann mal auf den Markt gebracht wurden, beziehungsweise zum Teil eben auch heute noch vermarktet werden. Daran hat sich eine toxikologische Bewertung dieser Bayer und BASF-Wirkstoffe angeschlossen, auf die ich dann jetzt im Anschluss im Detail eingehen werde. Und schließlich werde ich dann im vierten Schritt an Wiebke abgeben, die zu den Fallstudien, die wir zu Südafrika, Brasilien und Mexiko durchgeführt haben, noch etwas sagen. Wir würden uns jetzt als erstes um die Wirkstoffe mit hoher akuter Giftwirkung kümmern. Das sind Wirkstoffe, die auf einer Liste der Weltgesundheitsorganisation zu finden sind. Und es handelt sich dabei um Substanzen mit einer unmittelbar tödlichen Wirkung. Wir wollen uns vielleicht jetzt nicht mit den Dosierungen pro Kilogramm Körpergewicht aufhalten mit diesen Zahlen, sondern merken uns einfach nur, dass es zwei Gefahrenklassen gibt. Die Klasse 1a, extrem giftige, akut giftige Stoffe und die Klasse 1b mit einer besonders hohen akuten Toxizität. Von beiden Klassen ist mit einer einzigen Ausnahme in der Europäischen Union kein einziger Wirkstoff mehr genehmigt. Und ein Wirkstoff, auf den ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht eingehen werde, gehört der Klasse 1b an. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen unserer Recherche, dann können wir sehen, dass insgesamt von Bayer 22 verschiedene Wirkstoffe entwickelt bzw. auf den Markt gebracht wurden und zum Teil heute noch im globalen Süden vermarktet werden. Und wenn wir uns BASF anschauen, dann waren es drei Wirkstoffe hoher akuter Toxizität, die sich auf dem Konto von BASF befinden. Unter diesen Wirkstoffen, wenn wir jetzt die Grafik anschauen, sind noch sieben Stoffe, die auch weltweit noch immer Anwendung finden von extrem hoher akuter Giftigkeit. Das sind diese 1a-Wirkstoffe, die hier links rausragen. Und das, was an diesem Aspekt an der akuten Toxizität besonders interessant ist, ist, dass es schon vor 7 Jahren ein Versprechen der Unternehmen gegeben hat, Wirkstoffe dieser Art weltweit vom Markt zu nehmen. Also WHO-Klasse 1a, 1b, hatten sich Bayer, Syngenta und BASF im Juni 2013 verpflichtet,
ab 2014 diese Stoffe nicht mehr zu vermarkten. Das Ergebnis unserer Recherche ist zweierlei und das betrifft explizit Bayer Crop Science. Denn Bayer hatte versprochen, ähnlich wie die anderen beiden Unternehmen, die Wirkstoffe vom Markt zu nehmen und vertreibt in offener Verletzung dieser Selbstverpflichtung unter anderem Beta-Cyflotrin in Südafrika, Brasilien und Mexiko. Es gibt auch noch weitere Wirkstoffe in anderen Ländern. Wir haben uns aber auf diese drei konzentriert. Und die große Frage für mich ist, was sind die Gründe hinter diesem offenen Wortbruch? Es lässt sich nur vermuten, aber das, was ich persönlich für am wahrscheinlichsten halte, ist, dass Beta-Cyflotrin so viel Geld in die Kassen von Bayer spült, dass sie also an diesen Wirkstoff trotz ihrer Selbstverpflichtung festhalten. Es gibt aber auch noch eine zweite Art der Verletzung dieses Versprechens, was 2013 gegeben wurde. Und wir waren eigentlich angetreten, weil wir vermuteten, dass Bayer und BASF eigene Produkte vom Markt nehmen, aber Wirkstoffe an andere Pestizidfirmen weiterverkaufen und diese dann weiterhin Menschen gefährden, die Umwelt schädigen etc. Und aufgrund der Intransparenz konnten wir ein solches Verhalten bislang nur für einen Wirkstoff, der hier gezeigt wird, ganz konkret nachweisen. Phenamifos ist ein Wirkstoff der WHO Klasse 1b, ist also von hoher akuter Toxizität, wird nachweislich von Bayer trotz seiner Selbstverpflichtung in Japan produziert und an ein brasilianisches Unternehmen geliefert, das dann in einem Endprodukt, aus dem in anderen Ländern, wo Nemacur eben auch vermarktet wird, nicht mehr ersichtlich ist, dass der Wirkstoff eigentlich von Bayer kommt und der eigentlich gar nicht mehr in der Welt herumgeistern dürfte. Wir haben noch eine zweite Art von Giftigkeit in unsere Recherche einbezogen. Das sind die langfristigen Wirkungen, die langfristigen Gesundheitsschäden, für die es in der EU eine Bewertung, ebenfalls mit diesen Kategorien 1a und 1b versehen, gibt. 1a steht eigentlich nicht zur Debatte, die sind alle verboten. 1b hat den Marker wahrscheinlich beim Menschen krebserregend, wahrscheinlich beim Menschen erbgutschädigend aufgrund der Beweislage, beziehungsweise wahrscheinlich beim Menschen reproduktionstoxisch, das heißt das ungeborene Leben schädigend oder sogar tötend oder fruchtbarkeitsschädigend. In der EU sind von Bayer und BASF jeweils vier Wirkstoffe, die wir auf der nächsten Folie sehen werden, verboten. Das geht durch alle Pestizidtypen, also Insektizide, Herbizide und Fungizide, sind aufgrund dieser Kategorie 1b offiziell von den Behörden eingestuft, vom Markt genommen worden, mussten vom Markt verschwinden, sind aber im globalen Süden weiterhin im Einsatz. Es sind vier, wie wir sehen, an den blauen Markierungen, vier Wirkstoffe von BASF und vier Wirkstoffe, grün markiert, von Bayer. Und ich könnte jetzt, wenn ich mehr Zeit hätte, auf die einzelnen Wirkstoffe eingehen. Wir konzentrieren uns vielleicht mit einem Blick auf die Länder darauf, wie viel dieser Wirkstoffe in Mexiko, Brasilien bzw. Südafrika, wenn du die nächste Folie zeigst, Wiebke. Genau, und hier übernehme ich gerne, Peter. Okay. Wir haben ja gesagt, wir wissen jetzt, es gibt diese acht Wirkstoffe, aber die spannende Frage ist, sind sie in unseren drei Ländern auf dem Markt? Und wie Peter gerade angekündigt hat, haben wir vier Wirkstoffe in Mexiko gefunden, die als EU1b kategorisiert sind, weitere fünf in Südafrika und sechs Wirkstoffe in Brasilien. Hinzu kommen außerdem
weitere Produkte, die von anderen Unternehmen vermarktet werden und diese Wirkstoffe enthalten, weil sie teilweise nicht mehr den Patentfristen unterliegen. Und einen dieser Wirkstoffe nehmen wir jetzt noch ein bisschen genauer unter die Lupe, und zwar Epoxiconazol. Das ist ein Fungizid von BASF, das in allen drei Ländern, in Mexiko, Südafrika und Brasilien, in eigenen Produkten auf den Markt gebracht wird. Und in Brasilien ist dieser Wirkstoff sogar in der BASF-Fabrik hier in der Schwarzen Heide in Brandenburg, hergestellt worden und zum Teil dann vor Ort formuliert worden. Das heißt, Epoxiconazol ist ein gutes Beispiel für die Doppelstandards, aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass selbst in Europa nicht alles rund läuft. Denn das Fungizid von BASF wurde bereits im Jahr 2010 von der Europäischen Chemikalienagentur als reproduktionstoxisch eingestuft. Und zwar aufgrund der Tierversuche, die diesem Wirkstoff eben eine Wirkung oder ein nachweislich tote und missgebildete Embryonen unterschreiben konnten. Und trotz dieser Einstufung endete die Genehmigung des gesundheitsschädlichen Wirkstoffs in der EU erst viele Jahre, 10 Jahre später. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass BASF weitere Studien vorlegte, herstellerfinanzierte Studien, die den Wirkstoff entlasten sollten. Das ist allerdings nicht komplett gelungen. Epoxiconazol wurde weiterhin als reproduktionstoxisch eingestuft, aber diese Studien verhinderten den vorzeitigen Entzug der Genehmigung. Also wurden epoxiconazolhaltige Produkte weiterhin in der EU zugelassen. Um den EU-1b-Wirkstoff endgültig zu verbieten, bedarf es einer formalen Entscheidung des zuständigen EU-Gremiums. Aber da gab es einen Quote-unquote-Mangel an Ressourcen, sodass lange nichts passierte und die Genehmigung immer weiter verlängert wurde. Und letztes Jahr, als das Verbot dann letztendlich absehbar war, zog BASF seinen Antrag für die Genehmigung zurück. Und das war ein sehr taktischer Schachzug von BASF, denn so kam es nie dazu, dass Epoxiconazol offiziell zum Schutz der menschlichen Gesundheit in der EU verboten wurde. Also die Genehmigung wurde nicht widerrufen, sondern sie lief lediglich aus. Und das war ein sehr entscheidender Vorteil, denn so konnte sich BASF auch noch Abverkaufs- und eine Aufbrauchfrist von weiteren 1,5 bzw. 1 Jahr sichern. Epoxiconazol ist also ein Beispiel für das taktische Kalkül der Agrarchemiekonzerne, aber auch für die Handlungsunfähigkeit der zuständigen Behörden, ebenfalls hier in der EU. Und genauso ein Schlupfloch gilt es bei den künftigen Gesetzgebungen zu verhindern. Ausgehend von diesen Ergebnissen, die wir euch gerade vorgestellt haben, resultieren diese Forderungen. Erstens braucht es ganz dringend mehr Transparenz, denn es sollten detaillierte Angaben zur Verfügung stehen, die auch die Herstellerfirmen und die Weiterverarbeitung in den Zielländern kenntlich machen. Denn nur so kann die kritische Öffentlichkeit die Wahrung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von den exportierenden Unternehmen einfordern. Zweitens müssen die Doppelstandards im Pestizidhandel beendet werden. Und dafür braucht es ein nationales und EU-weites Exportverbot für die Pestizide und Wirkstoffe, die in der EU aufgrund ihrer schädigenden Wirkung verboten sind. In Frankreich tritt ein solches Gesetz bereits 2022 in Kraft. Und ebenso fordern wir ein ähnliches Gesetz von der deutschen Bundesregierung. Darüber hinaus sollte langfristig ein globales Verbot für die Produktion, Lagerung und den Handel von hochgefährlichen Pestiziden geltend gemacht werden. Das sind unsere Forderungen und das waren auch einige unserer Ergebnisse und die lassen sich in unserer neuen Studie nochmal ganz genau nachlesen. Und so viel von Peter und mir und jetzt übergebe ich weiter an Jan. Ja, vielen Dank, Peter und Wiebke, für die Vorstellung der Hauptergebnisse. Es gibt ja schon einige Fragen, auch tatsächlich zu einigen Wirkstoffen. Und Peter, du hast ja eben erwähnt, dass du natürlich auch nochmal auf die sozusagen Effekte einzelner Wirkstoffe später nochmal eingehen könntest. Ich denke, nachher, wenn wir in die gemeinsame Diskussion gehen, macht es sicherlich Sinn, sich da noch den einen oder anderen Wirkstoff genauer herauszugreifen. Nochmal kurz die Erinnerung, bitte schreiben Sie Ihre Fragen in Fragen und Antworten, F und A. Und am besten schreiben Sie auch dazu, an wen sich die jeweilige Frage richtet. Wir verlassen jetzt so ein bisschen
die Metaebene sozusagen der Studie und wollen mehr erfahren über die Realitäten des Pestizideinsatzes zum einen in Mexiko und zum anderen in Südafrika und die damit einhergehenden Folgen für LandarbeiterInnen und indigene Gemeinschaften und natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen. Daher freue ich mich sehr, heute Abend Irma Gomez begrüßen zu dürfen. Und ich werde jetzt kurz, also Sie können in Ihren Kanälen drin bleiben. Ich werde jetzt kurz sozusagen auf Englisch wechseln, um Irma zu begrüßen. Aber bleiben Sie einfach sozusagen in dem Kanal, in dem Sie sind. Irma, it's a pleasure to welcome you tonight. Ich freue mich sehr, heute Abend Irma Gomez von der Alianza Maya por las Abejas aus Mexiko begrüßen zu dürfen. Irma lebt und arbeitet auf der Halbinsel Yucatan seit 1992. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und fokussiert sich auf ländliche Entwicklung. Unter anderem arbeitet sie für die Organisation Alianza Maya por las Abejas in Mexiko. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, meint Jan. Das ist eine Organisation, die auf Yucatan arbeitet. Das ist eine Imkerei-Organisation, eine Organisation von Imkerinnen. Das heißt, sie arbeiten in ihrem Territorio, aber als Imkerei-Organisation kümmern sie sich eben auch um die Bienenhaltung und die Bienenvölker. Irma, ich habe gerade gesagt, dass du auf Yucatan lebst, schon seit einer Weile, seit 1992. Kannst du uns ein bisschen mehr zu den größten Problemen der Pestizidverwendung auf Yucatan sagen? Gibt es Pestizide von Bayer und BASF, die dort verwendet werden, in deiner Region? Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht von mir zunächst ein kleiner Überblick, was auf der Halbinsel passiert in Sachen Pestizidverwendung. Nun, die ImkerInnen. Warum arbeite ich mit ImkerInnen? Warum sind die so wichtig für unsere Region? Zunächst produzieren wir mit den meisten Honig in der Welt. Und Deutschland konsumiert diesen Honig. Also wir sind ein sehr großer Honigproduzent. Und das bedeutet auch eine große Einkommensquelle für die Maya-Bäuerinnen und Bauern. Die ImkerInnen, sie sind hauptverantwortlich für die Erhaltung des Waldes und des Regenwaldes in ganz Mexiko und insbesondere eben auch auf Yucatan, in den drei Bundesländern, die Campeche, Yucatan und Quintana Roo. Da gibt es fast 18.000 ImkerInnen. Das heißt, es sind sehr viele Familien, die von fast 20.000 Familien, die davon von dieser Tätigkeit abhängen. Die Landwirtschaft wird in der Region immer weiter industrialisiert. Das heißt, die Monokulturen breiten sich aus. Das heißt, diese Technologiepakete werden auf Grundlage natürlich von Herbiziden, Pestiziden und mit der Maschinenverwendung, Hybrid-Saatgut, also genverändertes Saatgut, Genmais, GV-Soja wird verwendet und Hybridsorten, wie gesagt. Und all das geht einher mit einer enormen Pestizidverwendung, mit einem enormen Pestizideinsatz. Und die Campesinos, die kleinbäuerlichen Landwirtinnen, verändern ihre Anbaumethoden. Das heißt, dieses industrielle Modell, die industrialisierte Landwirtschaft hält Einzug auch auf Yucatan und die basiert eben auf dem Einsatz von Pestiziden, von Herbiziden, von Fungiziden und die Agrobiodiversität schwindet. Das heißt, diese Entwicklung
finden seit 10 bis 20 Jahren statt. Das heißt, wir sehen den vermehrten Einsatz, der hat sich allmählich, ist allmählich angestiegen in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und viele Campesinos verwenden jetzt eben auch mehr Pestizide und Herbizide. Es gibt Regierungsprogramme, die den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden sogar subventionieren. Und das findet auch seit Jahren statt. Und die Regierungen und auch die Kommunalregierungen beliefern sogar die Regionen teilweise mit Pestiziden. Beta-Cyclotrin ist eines der Wirkstoffe, was in einem Produkt verwendet wird. Imidacloprid, Metamidophos, Spiromefizen, Mesifen und andere und Fipronil beispielsweise. Das führt zum Bienensterben. 2014 waren es sogar 2000 Bienenvölker, die gestorben sind, aufgrund des Einsatzes von Fipronil. Und auf diesen Feldern wurde Hybridsaatgut angebaut von Monsanto. Das war in Belchen. Und auch beim Chili-Anbau, da gibt es diese Neokortinoide, die eben zum Sterben, zum Aussterben von den Bienenvölkern führen. Ein weiteres großes Problem ist die Wasserverschmutzung. Glyphosat wurde überall gefunden in allen in allen Wasserreserven, in allen Flüssen, in allen Seen und selbst im Flaschenwasser und auch in unseren Körpern, also in menschlichen Körpern, im menschlichen Urin wurde das gefunden. Glyphosat ist also sehr präsent auch in unserer Region und führt zu enormer Verschmutzung. Vielen Dank, Emma, für diese ersten Einblicke. Und ich glaube, dass wenn wir später noch zu unserer Diskussion kommen, können wir noch weiter darüber sprechen. Wir wissen, dass es auch Widerstand gibt gegen den Einsatz von Pestiziden und gegen Pestizide allgemein. Könntest du uns ein bisschen mehr dazu sagen, wie dieser Widerstand gegen die Auswirkungen der Pestizide, wie der organisiert wird, der Widerstand, auch auf Yucatan, insbesondere vielleicht in deiner Region? Geduld ist eines unserer Hauptressourcen. Dieser Widerstand dauert schon sehr lange an und er gründet sich auf den Bündnissen zwischen den Campesinos, den Communities, NGOs, WissenschaftlerInnen, VerbraucherInnen, KünstlerInnen. Viele Gruppen sind an diesem Widerstand aktiv beteiligt und halten ihn am Leben. Und da kommt es auch zu ganz innovativen Strategien. Wir kämpfen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig, um diesen Kampf zu eskalieren sozusagen. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von Strategien, rechtliche Strategien, Bildungsstrategien, Mobilisierungen, Informationskampagnen, Medienarbeit, Lobbying unter anderem. Das heißt, wirklich eine große Bandbreite von Strategien, die angewendet wird, manchmal koordiniert, manchmal besser koordiniert, manchmal etwas fragmentierter, aber das hängt immer irgendwie alles zusammen, diese vielen Widerstandskämpfe. Die Agroökologie spielt eine große Rolle. Viele Gruppen beschäftigen sich mit Agroökologie, Agrarökologie, die Communities, NGOs, Schulen und Regierungen jetzt sogar auch. Das heißt, unsere Bewegung wird stärker, der Widerstand wird stärker.
Aber wir haben eben sehr alte Wurzeln. Dieser Widerstand hat sehr alte Wurzeln, die sehr wichtig sind. Die Verteidigung von Menschenrechten, da ist auch der rechtliche Arm, der rechtliche Widerstand zur Verteidigung des Rechtes auf unser Territorium, zu Gesundheit, Recht auf das Leben beispielsweise. Die Gefährdungen und die Schäden, die verursacht werden durch den Pestizideinsatz, die werden angeprangert, die werden quasi, da wird Rechenschaft gefordert, auch gerichtlich eingefordert, da wird Bildungsarbeit geleistet, um sich dagegen zur Wehr setzen. Die Nationale Menschenrechtskommission hat eine Beschwerde erhalten. Und da gab es rechtliche Aktionen, angeführt von Greenpeace Mexiko. 2018 gab es dort rechtliche Schritte, die unternommen wurden. NGOs, Campesinos und andere Gruppen haben dort ebenfalls teilgenommen. Und dort wurde eben gesagt, dass die Bundesregierung nicht genügend tut, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Biodiversität zu schützen. Die Menschenrechtskommission hat das dann geprüft, diese Beschwerde, und hat festgestellt, dass die mexikanische Regierung die Verwendung, die Verwaltung und die Registrierung der Pestizide nicht ausreichend reguliert, sozusagen. Das heißt, da wurden Fortschritte erzielt. Die Definition der hochgefährlichen Pestizide ist noch nicht anerkannt. Was wurde erreicht? Unter anderem das Training, die Ausbildung von ArbeiterInnen zum Umgang mit den Pestiziden, Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung und verschiedene andere Prozesse, die alle auf dem Vorsorgeprinzip basieren. Diese Empfehlungen wurden von der Regierung angenommen. Ende 2018, Anfang 2019 hat diese ganze Arbeit begonnen, und das hat dazu geführt, dass die Zivilgesellschaft sich mehr beteiligen kann an der Umgestaltung der Regulierungen. Das ist wirklich ein Bereich, da gibt es sehr viele Spannungen, aber die Ausbringung beispielsweise, die Verwaltung, die Verwendung und die Verwaltung von Pestiziden hat sich schon geändert. Glyphosat wurde verboten und andere Wirkstoffe wurden verboten. Wir haben aktiven Widerstand, Widerstandsaktionen, um den Anbau, gegen den Anbau von Hybrid-Saatgut, beispielsweise Soja. Und Sie berufen sich auch auf die Ergebnisse der Kämpfe in der Vergangenheit. Vielen Dank, Irma. Danke auch für die Einblicke in die politischen Prozesse und die politischen Kämpfe, die ihr führt. Vielleicht gibt es da am Ende des Tunnels doch ein wenig Licht, und es gibt auch ein paar Erfolgsgeschichten, wie beispielsweise der Verbot von Glyphosat. Ich möchte nun den Blick auf Südafrika richten. Ich freue mich sehr, heute Colette Solomon begrüßen zu dürfen. Colette Solomon ist Direktorin einer Organisation mit dem Namen Women on Farms Project in Südafrika. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Heute ist ein Feiertag, Freedom Day in Südafrika. So feiert der ersten Wahlen nach der Apartheid 1994. Women on Farms Project arbeitet hauptsächlich im Western Cape in Südafrika
Und dort wird hauptsächlich Wein angebaut. Auch für den Export in viele, viele Länder der Welt. Und deine Organisation arbeitet mit LandarbeiterInnen, die auf Weinplantagen arbeiten. Colette, der Einsatz von Pestiziden ist auf den Weinfarmen in Südafrika weit verbreitet. Hier kommen unseres Wissens auch Pestizide von Bayer und BASF zum Einsatz. Was sind die Realitäten des Pestizideinsatzes in der Provinz Westkap? Ist es wirklich so sicher, in Anführungsstrichen, wie das die Konzerne gerne behaupten? Ist das überhaupt möglich? Ist das eine Realität? Vielen Dank für die Einleitung, Jan. Ich freue mich sehr, hier zu sein und an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen. Zunächst müssen wir darüber nachdenken, was bedeutet sicher und in welchem Kontext die Landarbeiterinnen in Südafrika arbeiten. Es gibt zwei Arten, wie Landarbeitergemeinschaften Pestiziden ausgesetzt werden. Hauptsächlich bei der Arbeit in den Weinbergen und zweitens durch Abdrift der Pestizide. Wie ich also bereits erwähnt habe, wenn Sie in den Weinbergen arbeiten, wenn wir also uns zuerst den Arbeitsplatz anschauen. In einer Untersuchung im Jahr 2017 wurden 300 Landarbeiterinnen befragt und wir stellten fest, dass zwei von den drei Landarbeiterinnen im Laufe ihrer Arbeit Pestiziden ausgesetzt waren. Und die Mehrheit der Landarbeiterinnen hatten keine Schutzkleidung erhalten von ihren, von den Bauern. Und ich würde gerne einige Zitate von den Frauen nennen. Die Namen haben wir geändert. Der Bauer gibt uns keine Schutzkleidung. Er sagt uns, dass die Pestizide nicht gefährlich sind, denn wenn die Pestizide den Menschen, die die Trauben essen, nicht schaden, dann sind sie ebenfalls für uns nicht schädlich. Mina sagt, wenn man, Lena sagt, wenn man Schutzkleidung will, muss man sie selbst bezahlen. Der Bauer kauft sie und zieht sie dann von unserem Lohn ab. Keine von uns kauft Schutzkleidung, da wir sowieso schon so wenig verdienen. Die Landarbeiterinnen erhalten also keine Schutzkleidung, sie erhalten keine Masken, keine Overalls, keine Handschuhe. Und die Mehrheit der Saisonalarbeiterinnen müssen meistens eine Stunde, nachdem die Weinberge besprüht wurden mit Pestiziden, müssen sie schon eine Stunde danach zurück auf diese, an diese Abschnitte und dort weiterarbeiten. Und wenn der Bauer ihnen mitteilt, dass der Abschnitt besprüht wird, müssen sie vom Abschnitt weggehen. Sophia sagt, wir müssen dann sofort von dem Abschnitt weggehen und sobald sie fertig sind mit dem Sprühen, müssen wir sofort wieder in demselben Abschnitt weiterarbeiten. Anna sagt, manchmal, wenn wir am nächsten Tag den Weinberg betreten, ist noch eine weiße Pestizidschicht auf den Trauben, aber wir sind trotzdem gezwungen, die Trauben zu pflücken. Das heißt, sie sind den Pestiziden ausgesetzt. Es gibt keinen Schutz für diese Frauen, also es gibt keine Sicherheit. Die Mehrheit der Landarbeiterinnen haben auch keinen Zugang zu Hygieneeinrichtungen und können sich nicht die Hände ordentlich waschen oder haben keine Seife, zum Beispiel bevor sie Mittag essen. Ein weiteres Problem ist, dass die meisten der Arbeiterinnen in ihrer normalen Kleidung arbeiten und am Ende des Tages gehen sie nach Hause und müssen die Kleidung zusammen mit ihrer normalen Wäsche waschen. Das heißt, wir haben also kein Schutzkonzept am Arbeitsplatz. LandarbeiterInnen sind ausgesetzt, sie sind nicht geschützt, sie haben keine Hygieneeinrichtungen, um sich zu waschen.
Das ist die erste Art, wie sie ausgesetzt sind. Eine weitere Art, wie sie, wie die LandarbeiterInnen und Landarbeitergemeinschaften ausgesetzt sind, ist durch die Abdrift von Pestiziden. Viele LandarbeiterInnen wohnen in den Landbergen, in den Weinbergen oder in Nähe der Weinberge. Und wenn sie in der Nähe wohnen, ist es selbstverständlich, dass sie den Pestiziden ausgesetzt sind, wenn diese versprüht werden. Alida sagt, der Bauer sagt uns nicht, wann sie die Pestizide versprühen werden. Die Kinder spielen draußen und plötzlich fangen sie an zu sprühen. Die Kleidung, die auf der Wäscheleine hängt, wird mit den Pestiziden besprüht. Meine Kinder müssen ständig husten und niesen. Elisabeth sagt, meine drei Kinder haben alle schweres Asthma. Ich glaube, das liegt daran, dass sie das Zeug ständig einatmen. Egal, ob sie draußen im Garten spielen oder drinnen sind, sie atmen die Pestizide trotzdem ständig ein. Rose sagt, selbst wenn wir drinnen sitzen, atmen wir all diese Pestizide ein, weil sie durch die Fenster und Türen eindringen. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob die Fenster und Türen geschlossen sind. Man kann sogar eine Pestizidschicht auf den Möbeln sehen, nachdem sie besprüht wurden. Wir können also sehen, die Menschen sind den Pestiziden ausgesetzt, wenn sie am Arbeitsplatz sind, aber auch wenn sie zu Hause sind, wo die Kinder und wo die Familie sicher sein sollten. Stattdessen sind sie den Pestiziden ausgesetzt, auch wenn sie zu Hause sind. Und ich denke, das ist tatsächlich unehrlich von den Pestizidfirmen wie beispielsweise Bayer und BASF, wenn sie davon sprechen, dass es eine sichere Anwendung für Pestizide gibt, vor allem in Bezug auf die LandarbeiterInnen und Landarbeitergemeinschaften. Vielen Dank, Colette, für deinen Bericht über die Realität in Südafrika, vor allem in der Weinindustrie. Ich möchte auch gerne von deiner Perspektive aus hören, von der Perspektive von Women on Farms. Wie ist die Anwendung von Pestiziden und haben Männer dort Schutz? Ja, also es ist zunächst wichtig zu verstehen, dass es eine Aufteilung der Arbeit gibt in den Weinbergen. Im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, sind die Männer diejenigen, die die Pestizide mischen und versprühen und auch diese ausbringen. Und dieser gut bezahlte Job wird für die Frauen reserviert. Die Frauen hingegen machen die Mehrheit aus für die Saisonarbeiterinnen. Diese Arbeit ist prekärer und unsicherer und wird nicht so gut geschützt wie die Arbeit der Männer. Wir sehen also, es gibt hier die Aufteilung der Arbeit je nach Geschlecht und es gibt Unterschiede auch in der Bezahlung. Die Männer, die die Pestizide ausbringen und mischen und versprühen, erzählten uns ebenfalls, dass sie keine angemessene Ausbildung erhalten in Bezug auf die Anwendung der Pestizide, welche Wirkstoffe dort enthalten sind, wie sie wirklich sicher anzuwenden sind. Und sehr oft werden die Etikette von den Pestiziden sogar entfernt. Sehr oft fragen die Männer nach den Wirkstoffen, aber das wird ihnen nicht mitgeteilt. Und ich denke, für Männer ist eines der größten Probleme, dass sie nicht genügend Informationen erhalten über die Wirkstoffe, die sich in den Pestiziden befinden. Und natürlich sind sie auch den Gefahren der Pestizide ausgesetzt. Und sie erhalten natürlich auch keine angemessene Schutzkleidung wie die Frauen. Zum Beispiel, wenn sie die Pestizide versprühen auf den Weinbergen. Eine Frau, Jessica, sagt, mein Mann hat viele Jahre Pestizide versprüht.
Er hatte rote Augen und seine Haut juckte. Viele der Männer, die Pestizide versprühen oder mit diesen arbeiten, wenn die Behälter von den Pestiziden leer sind, nehmen sie die Behälter mit nach Hause und verwenden sie weiter für andere Funktionen. Ein weiterer Punkt ist, dass es sehr oft auf den Farmen Waschräume gibt und sie müssten in der Lage sein, diese zu verwenden. Aber sehr oft steht dort, dass die Arbeiter diese nicht nutzen dürfen. Nur wenn der Bauer weiß, dass demnächst ein Kontrolleurin vorbeikommt für eine Kontrolle, werden diese Waschräume freigeschaltet und die Männer dürfen sich dort waschen. Die Waschräume werden nur freigeschaltet, wenn KontrolleurInnen vorbeikommen. Wenn sie dann gehen, dürfen die Männer diese nicht mehr nutzen und sie müssen sich dann zu Hause waschen und ihre Arbeitskleidung ebenfalls zu Hause waschen. Wir sehen also, die Männer sind den Pestiziden ausgesetzt. Und sie arbeiten ja sehr eng mit diesen Pestiziden. Die Mehrheit der SaisonarbeiterInnen, die in den Weinbergen arbeiten, sind im Großen und Ganzen mehr Frauen, die den Pestiziden ausgesetzt sind, als Männer. Und egal wie wenig oder wie arm die Kleidung ist, die sie erhalten, sind es trotzdem die Männer, die eher die Arbeits- und Schutzkleidung erhalten als die Saisonarbeiterinnen. Eine Frau sagte zum Beispiel, dass nur der Traktorfahrer, der das Pestizid versprüht, die Schutzkleidung erhält. Die Frauen in den Weinbergen sind den Pestiziden ausgesetzt, sie bekommen aber keine Schutzkleidung. Mina sagt, der männliche Traktorfahrer, der sprüht, ist geschützt, er sitzt in seiner Kabine, er sprüht schnell und dann ist er weg. Wir Frauen, die wir den ganzen Tag in den besprühten Weinbergen arbeiten müssen, haben stattdessen keine Schutzkleidung. Die Landarbeiterinnen berichten also von vielen gesundheitlichen Problemen. Sie sprechen von Hautausschlägen und Reizungen, Atembeschwerden, Husten. Auch sehr oft berichten sie von Gelenkschmerzen. Und eine Sache, die uns auch sehr betrifft, ist, dass einige Frauen über menstruationsbedingte Beschwerden gesprochen haben, die sie auf eine anhaltende Pestizidbelastung zurückgeführt haben. Und das liegt daran, dass sie keine hochwertige, hochentwickelte Gesundheitsversorgung haben. Daher ist es auch sehr schwierig für die ArbeiterInnen, die kausale Verbindung zu ziehen, den Zusammenhang zwischen der Pestizidbelastung und den Gesundheitszuständen. Und dadurch ist es unmöglich, diesen kausalen Zusammenhang zu sehen. Colette, ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor wir die Debatte beginnen können. Von deiner Perspektive aus, wie könnten die Doppelstandards im Pestizidgeschäft abgeschafft werden? Was erwartest du vielleicht von der südafrikanischen Regierung, aber auch von der deutschen Regierung? Und denkst du, dass es sich lohnt, Forderungen an die Konzerne zu stellen? Wenn du dich bitte kurz fassen könntest, wäre das super. Bezüglich der südafrikanischen Regierung, wir erwarten, dass sie ein Verbot aufstellen, um den Export von
giftigen und gefährlichen Pestiziden zu verbieten. Und dass ihre Regulationen erneuert werden. Und im Fokus sollten die Landarbeiterinnen und Landarbeitergemeinschaften stehen und ihr Schutz. Das betrifft also unsere südafrikanische Regierung. Das heißt, auch die bestehenden Regulierungen sollten verschärft werden. Es ist sehr schwierig, über das Verbot von Pestiziden zu sprechen, denn es besteht ein Paradigma zwischen zwischen agrarökologischen Systemen, und wir werden dann immer in diesem Paradigma feststecken. Nun kommen wir zur deutschen Regierung. Da die Wertschöpfungsketten global sind, haben auch Regierungen im globalen Norden natürlich eine Verantwortung und eine Fürsorgepflicht für die LandarbeiterInnen und Gemeinschaften im globalen Süden. Im Fall der deutschen Regierung, da Bayer und BASF deutsche multinationale Unternehmen sind, trägt die deutsche Regierung eine besondere Verantwortung. Sie sollten eine gesetzlich vorgeschriebene Sorgfaltspflicht erstellen, damit Bayer und BASF gezwungen sind, keine gefährlichen Pestizide mehr zu exportieren und damit die LandarbeiterInnen und Gemeinschaften in Südafrika geschützt werden können. Das sollte es zudem ermöglichen, Sanktionen gegen Bayer und BASF zu verhängen, wenn sie gegen die Regulierung verstoßen. Und die Agrarchemiekonzerne, ich weiß, wir hatten ja schon bereits über die Selbstverpflichtungen gesprochen und sie haben sich trotzdem nicht an diese gehalten und haben trotzdem die Gesundheit der LandarbeiterInnen ignoriert und verletzt. Wir sollten meiner Meinung nach nicht zu viel Energie darauf verwenden, sie zu Veränderungen zu zwingen oder diese von ihnen zu erwarten. Aber ich bin der Meinung, dass wir sie weiterhin beim Namen nennen sollten und ihnen ihre Schutz bewusst machen sollten und auch Kompensation erwarten sollten, wenn sie gegen die Rechte der LandarbeiterInnen und Gemeinschaften verstoßen. Und wir sollten sie zur Rechenschaft ziehen, für ihre Produkte und ihre Doppelstandards aufdecken. Ich denke, dass das wichtigste Mittel zur Veränderung ist die Solidarität. Und ich denke, das gilt für die deutsche Bevölkerung, für Menschen, die im globalen Süden wie ich oder Irma sind. Es ist wichtig, dass diese Firmen und Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden und dass diese ungerechten Doppelstandards, die immer noch existieren, aufgedeckt werden. Vielen Dank, Colette, für deinen interessanten Beitrag. Nun gehen wir zum nächsten Teil unserer Veranstaltung über. Wir haben sehr viele Fragen, die von unseren Teilnehmern gekommen sind. Und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ich werde nun auf Deutsch reden. Ich würde gerne mit dir, Peter, anfangen. Und ich stelle dir auf einmal jetzt drei Fragen, die du hoffentlich relativ schnell beantworten kannst, damit wir noch tatsächlich auch einige Fragen abarbeiten können. Die erste Frage ist, fokussiert die Studie bewusst nur auf die genannten Unternehmen, weil es deutsche Hersteller sind? Nummer eins. Dann eine Frage, die du sicherlich ganz schnell beantworten kannst, der Nachweis für die 385 Millionen unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen im Jahr. Und die dritte Frage, die ist vielleicht ein bisschen allgemeiner, aber wahrscheinlich kannst du sie auch kurz beantworten. Wo werden denn die Wirkstoffe eigentlich hergestellt und produziert?
Ja, es sind deutsche Firmen und wir kämpfen ja für ein deutsches Gesetz, was den Export verbieten soll. Also ist das der Grund, warum wir auf die deutschen Firmen uns konzentriert haben? Damit wäre die erste Frage beantwortet. Die zweite habe ich nicht ganz verstanden. Das betrifft unsere Publikation zu den 385 Millionen. Und was war die Frage in dem Kontext? Wo die Zahl herkommt? Die Zahl basiert auf einem sogenannten Systematic Review. Wir haben also 800 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet, vorausgewertet und haben die Daten von 151 Publikationen extrahiert und außerdem die WHO-Datenbank befragt. Und das ist letztendlich das Ergebnis. 30 Jahre nachdem die WHO selbst einmal solche Schätzungen gemacht hat. Die Zahl hat sich stark erhöht. Ich könnte lange darüber erzählen, aber sie ist datenbasiert und in einem wissenschaftlichen Journal im Dezember publiziert worden. Und Pestizide werden weltweit produziert, um auf die dritte Frage einzugehen. Uns ist vollkommen klar, dass es am Ende ein globales Abkommen benötigt, ein globales Abkommen eines globalen Abkommens bedarf, um ein solches Verbot tatsächlich wirksam zu machen. Aber wir sind zugleich der Ansicht, dass Europa und Deutschland mit einer ganz anderen Haltung in die Verhandlungen zu einem solchen globalen Abkommen gehen werden, wenn sie selbst nationales bzw. ein EU-weites Verbot erlassen hat. Vielen Dank, Peter. Das war sehr präzise und sehr kurz. Ich glaube, das war hoffentlich ein gutes Vorbild für alle weiteren Beantwortungen von Fragen. Wiebke, wir machen mit dir weiter und ich würde auch dir gerne gleich zwei Fragen stellen. Und die erste ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen schon sozusagen ironisch oder rhetorisch formuliert. Nämlich, wenn die Zulassung innerhalb der EU nicht zulässig ist, dann kann es doch eigentlich, und ich glaube, das bezieht sich dann wahrscheinlich aus Gründen des Umweltschutzes oder auf der menschlichen Gesundheit, dann kann es doch eigentlich keine sichere Handhabung geben. Fragezeichen, egal ob das lokal möglich ist oder nicht. Erste Frage. Die zweite Frage, und ich glaube, da geht es vor allem auch um die Transparenz, nämlich die diversen Exportdaten. Müsste nicht eigentlich das Wirtschaftsministerium oder irgendeine andere Institution in Deutschland eigentlich exakte Exportdaten zu Pestiziden und auch zu Wirkstoffen haben? Was sagst du denn zu beiden Fragen? Ja, erstmal zu der leicht ironischen Frage. Das stimmt natürlich und das ist auch genau die Position, die wir vertreten. In unserer Präsentation haben wir auch sicher in Anführungszeichen gesetzt, denn genau ist der Punkt, das ist der Punkt. Es kann diese sichere Anwendung so nicht geben. Nichtsdestotrotz ist das ein Argument, was von den Herstellerfirmen der Agrarchemie oft benutzt wird und genau auf dieser Annahme basiert auch die Zulassung dieser Stoffe. Und ich glaube, wir haben auch durch Colette und Irma gerade sehr eindrücklich beschrieben bekommen, warum das nicht der Realität entspricht. Ja. Und zu der zweiten Frage, was die Transparenz anbelangt. Unseres Wissens, meines Wissens, Peter, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist das leider nicht der Fall. Das ist ja auch genau der Punkt, den wir in unserer Studie immer wieder betonen. Die Zahlen, die wir eigentlich bräuchten, werden so nicht zur Verfügung gestellt. Das BVL, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, liefert eben die einzigen Daten, die da hier für den deutschen Kontext verfügbar sind. Und auch da ist es so, dass die Wirkstoffmengen, die dort genannt werden, immer rausgerechnet werden aus den exportierten Produkten. Aber wir wissen auch, wir haben auch gar keine Angaben darüber, wie viele reine Wirkstoffmengen aus Deutschland in den Rest der Welt exportiert werden. Und wenn das Wirtschaftsministerium solche Daten freilegen würde, das käme uns natürlich sehr gelegen. Derzeit ist das nicht so. Und was uns außerdem fehlt, sind die Namen der Unternehmen. Also genau das, was Colette vorhin gesagt hat, mit Name and Shame wird dadurch verhindert. Und das ist, denke ich, notwendig, um vorwärts zu kommen. Vielen Dank.
I'm going to switch to English now because I would like to ask again two questions to Irma. And I also kindly request you, Irma, to be precise. And zwei Fragen an dich, Irma. Und ich würde auch dich bitten, dich kurz zu fassen. Die südamerikanischen Länder, wieso importieren sie weiterhin die Pestizide und die Wirkstoffe? Warum verbieten sie den Import nicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, da geht es um genveränderte Organismen, genveränderte Lebensmittel. Du hast den GV-Soja genannt, aber für die ImkerInnen ist es besonders problematisch, auf Yucatan könnte das Verbot ausgeweitet werden auf genverändertes Soja. Gibt es da Kampagnen von Gruppen in Mexiko, die also genverändertes Saatgut, genveränderte Lebensmittel allgemein verbieten möchten, also die sich dafür einsetzen? Nun ja, warum wird der Import von Wirkstoffen und von Pestiziden nicht gestoppt? Wir kämpfen dafür. Wir setzen uns dafür ein, aber die Liste der Wirkstoffe wird jetzt nochmal überprüft und aktualisiert. Und hoffentlich wird es so sein, dass einige dieser Wirkstoffe verboten werden. Dafür kämpfen wir. Dafür setzen wir uns ein. Es gibt sehr große Spannungen in der Regierung. Masha Ishii hat das im Chat bereits angemerkt, dass es da große Spannungen auf Regierungsebene gibt, also Teile der Regierung, der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft wehren sich, setzen sich zur Wehr gegen die Konzerne. Nun, die GVOs, also Gen Mais und Gen Soja ist jetzt verboten in Mexiko. Der darf nicht mehr angebaut werden. Also beide Sorten dürfen nicht mehr angebaut werden. Und diese Verbote sind wirklich aus dem Widerstand entstanden, der seit 2014 von den ImkerInnen und von der Zivilgesellschaft organisiert wird. Und natürlich wird das Verbot, sie fordern immer noch die Einhaltung dieses Verbots, denn das wird immer noch nicht eingehalten, dieses Verbot von Genmais und Gensoja. Vielen Dank, Irma. Eine Frage an dich, Colette. Inwieweit habt ihr die südafrikanische Regierung und die nationalen Behörden einbezogen, die für die Regulierung der Pestizide verantwortlich sind? Denn die Konzerne, die Industrien, sagen ja, dass Mexiko, Südafrika, das sind ja souveräne Staaten und die selbst entscheiden können, ob sie Wirkstoffe oder Pestizide importieren möchten oder verwenden möchten. Habt ihr Kontakt mit den Behörden in Südafrika zu dieser Frage? Zu dieser Frage der Registrierung der Pestizide und der Wirkstoffe? Danke, Jan, für diese Fragen. Ich denke, dass wir in den letzten Jahren in Südafrika gesehen haben, dass es einen wachsenden Widerstand seitens der Zivilbevölkerung, seitens der Zivilgesellschaft gibt. Es gibt mehr Informationsarbeit, mehr Lobbyarbeit. Es wird mehr informiert über die Auswirkungen für menschliche Gesundheit und für die Umwelt. Es gibt auch eine Kampagne, die wir gemeinsam mit deutschen Organisationen gestartet haben für das Verbot von Pestiziden, die in Deutschland schon verboten sind, die aber hier auch verboten werden sollen in Südafrika. Wir haben Gespräche begonnen mit dem Arbeitsministerium und mit dem Arbeitsminister. Und er war wirklich offen und hat auch den Bedarf für den Wandel gesehen im Gesetz und in der Regulierung. Und er hat auch zugegeben, dass unsere Gesetze nicht mehr angemessen sind und dass sie aktualisiert werden müssen, angepasst werden müssen.
an die Bedarfe unserer Zeit. Dann haben wir natürlich jetzt mit Covid-19 auch zu tun. Das ist eine Zeit, in der viele Organisationen schon diese Kämpfe schon seit Jahren führen und auch mit der Regierung sprechen über Regulierung, über Gesetze, über die Registrierung von Wirkstoffen. Also die an diesen Fronten schon lange kämpfen. Danke, Colette. Eingeht. Und zwar taucht ganz oft das Thema Lieferkettengesetz auf. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass aktuell ein Lieferkettengesetz in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert wird. Es liegt im Entwurf vor. Und die Frage ist, glaubt ihr, dass das Lieferkettengesetz irgendwelche positive Auswirkungen auf den Verbot, auf den Export von verbotenen Pestiziden haben, also wahrscheinlich, das war mein freudiger Versprecher, wahrscheinlich den Verbot des Exports, das ist die erste Frage. Und dann, und vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr darüber erzählen, weil es gibt relativ viele Fragen rund um das Lieferkettengesetz. Und die zweite, die steht vielleicht auch stellvertretend für viele Fragen, nämlich, inwiefern kommen denn diese Pestizide eigentlich mit importierten Nahrungsmitteln wieder vielleicht zurück in die Europäische Union oder auch nach Deutschland? Und inwiefern wird überhaupt kontrolliert, ob Lebensmittel, die aus einer bestimmten Region, wo es wahrscheinlich eine andere Gesetzgebung bezüglich der von Pestiziden gibt, wieder zurück nach Europa kommen, wird kontrolliert, dass die sozusagen sauber sind und diese Pestizide nicht mehr enthalten? Und ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer welche Frage beantwortet oder ob ihr einfach beide einen Teil jeder Frage beantworten möchtet. Fang du mal an, Peter. Okay. Ich glaube, es braucht ein extra Gesetz und das Lieferkettengesetz genügt nicht. Ich bin kein Experte zum Lieferkettengesetz, habe mich aber explizit erkundigt bei Experten. Und uns geht es ja, so wie Irma und Colette das dargestellt haben, um die Endverbraucher. Und die Endverbraucher werden, nach dem, was mir gesagt wurde, da greift das Lieferkettengesetz nicht, weil das liefert. Das hört beim Endverbraucher oder vor dem Endverbraucher auf. Es geht um die Produktion. Aber wie gesagt, ich bin da nicht der Experte. Willst du da ergänzen, Wiebke? Ist ebenfalls nicht meine Expertise. Dann gehen wir zur nächsten Frage über und reden über Rückstände in Lebensmitteln, die importiert werden. Da findet gerade ein großer Kampf auf EU-Ebene statt, weil in letzter Zeit etliche Wirkstoffe verboten worden sind. Also Epoxiconazol zum Beispiel ist noch gar nicht so lange verboten. Und die Industrie pusht für sogenannte Importtoleranzen. Bis jetzt ist es im Prinzip so, dass solche Wirkstoffe, die Kategorie 1a, 1b eingestuft sind, was Langzeitwirkungen anbetrifft, extrem niedrige zulässige Rückstände nahe der Nachweisgrenze haben und wenn sie in der EU verboten sind. Und die Industrie versucht über Lobbytaktiken das aufzuweichen, sodass dann bestimmte Rückstandsmengen in den Lebensmitteln für sicher erklärt werden und wieder importiert werden dürfen. Es gibt ein Monitoring in den EU-Ländern, sowohl für national produzierte Lebensmittel als auch für importierte Lebensmittel. In Deutschland sind das etwas über 5 Millionen Datensätze pro Jahr, die da erzeugt werden. Es gibt also eine gewisse Überwachung. Die deckt das aber nicht komplett ab und meiner Meinung nach auch ungenügend. Ich würde gerne noch ergänzen, es gibt Studien aus dem Jahr 2018, die
tatsächlich in 6000 Lebensmittelproben 74 verschiedene Pestizidrückstände gefunden hat, die allesamt in der EU verboten sind. Also ja, es ist ein Problem. Trotzdem würde ich dazu raten, auch diese Thematiken nicht so sehr zu vermischen, denn wir weisen ja darauf hin, dass gerade die Bevölkerung im globalen Süden, die Landarbeiterinnen und die Bäuerinnen natürlich viel mehr darunter zu leiden haben, da sie diesen gefährlichen Pestiziden in einem ganz anderen Ausmaß ausgeliefert sind. Also ja, auch die Rückstände sind eine Stellschraube, ist eine Thematik, der man begegnen muss. Trotzdem sollte man da vielleicht genau die beiden Problematiken auseinanderhalten. Vielen Dank. Now I would like to ask one question to Colette and maybe also to Irma as well, which is quite an interesting and also very complex one. The question. Wir haben auch noch eine Frage, komplexe Frage an Irma und Colette von Fossil. Und die Genossin fragt, wir wollen breite Bündnisse gegen Pestizide schmieden und gegen die Verwendung von Pestiziden. Es geht also um einen Genossin aus Brasilien. Die meisten der Wirkstoffe sind in der Europäischen Union ja verboten. Wir kämpfen auch für das Verbot. Und jetzt wird ja beschrieben, dass es gerade sehr schwierig ist in Brasilien und dass der Einsatz von Pestiziden gefördert wird und das Agrobusiness von der Regierung unterstützt wird und gestärkt wird. Wie können wir uns also weltweit verbinden, um zusammenzuarbeiten und eben gemeinsam gegen diese Konzernmacht, gegen diese Pestizidkonzernmacht anzugehen? Es gibt ein großes Bündnis. Das heißt RAPAL und diese Organisation, dieses Bündnis. Und Brasilien ist dort beteiligt, so wie viele andere südamerikanische Länder, lateinamerikanische Länder. Wir sollten uns auch mit den USA verbünden. In Mexiko, in Lateinamerika, wir arbeiten oft nicht mit Gruppen in den USA zusammen. Ich glaube, wir sollten auch mit mehr Verbündeten aus den USA zusammenarbeiten. CropLife übt jetzt Druck auf die US-Regierung aus, damit sie Druck wiederum auf die mexikanische Regierung ausüben wegen des Verbots von Wirkstoffen und genveränderten Sorten. Und Bündnisse auch mit anderen europäischen Ländern und mit Südafrika, glaube ich, da müssen wir noch mehr tun. Also mit Brasilien, da gibt es bereits eine sehr enge Zusammenarbeit, gibt es bereits ein sehr enges Bündnis. Colette, möchtest du da noch was hinzufügen zu dieser Frage? Ja, ich glaube, viele der Genossinnen aus Lateinamerika sind sehr viel organisierter und haben auch eine längere Geschichte des Kampfes hinter sich gegen die Pestizide. Und die Bewegungen sind vielleicht stärker als hier in Südafrika, die Bewegungen gegen Pestizide. Das heißt, da gibt es noch viel Raum für uns von den Genossinnen in Lateinamerika und in Mexiko zu lernen. Und damit wir wirklich zu einer weltweiten Bewegung werden. Danke, Colette. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende unserer Veranstaltung. Aber für eine Frage an jeden von euch haben wir noch Zeit. Und ich bitte euch kurz zu fassen, weil wir eben unsere Veranstaltung gleich beenden
wollen. Colette, die erste Frage an dich zum Thema Alternativen. Weißt du, wie groß der Anteil der Farmen, der Weinfarmen in Südafrika oder im Western Cape ist, die organisch bewirtschaftet werden, ökologisch bewirtschaftet werden, biologisch dynamisch bewirtschaftet werden? Ich kenne den genauen Anteil nicht, aber es sind verschwindend wenige, also ganz wenige, die ökologischen Landbau betreiben, Weinanbau betreiben. Aber die Zivilgesellschaft übt hier immer mehr Druck aus, dass immer mehr umgestellt wird. Aber die meisten Weinfarmen sind industrialisierte Landwirtschaft und mit einem sehr hohen Pestizideinsatz. Aber es gibt immer mehr Druck, dass auf ökologisch, auf biologisch dynamisch umgestellt wird. Irma, auch eine letzte Frage an dich. Deine Organisation oder andere Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder die du kennst, beschäftigen sie sich auch mit den HerstellerInnen der Endprodukte? Nee, um die Herstellerinnen geht es oft, um die Hersteller der Wirkstoffe geht es oft nicht. Nur bei Saatgut, da wenden wir uns an die Konzerne, also Bayer, Monsanto, vor allen Dingen eben wegen des genveränderten Saatguts. Aber bei Pestiziden, da kämpfen wir noch nicht gegen die Hersteller. Jetzt gibt es eben die Bewegung, dass auch Neonicotinoide verboten werden. Das ist jetzt neu, aber da können wir noch mehr tun, um gegen die Hersteller vorzugehen. Im nächsten Jahr in Frankreich ein Gesetz in Kraft treten wird, was bestimmte die Herstellung und auch den Export von bestimmten Pestizidprodukten verbieten wird. Wie sieht es zu dem Thema auf europäischer Ebene aus? Bislang ist es ja noch hochgradig unreguliert, das ist ja fast noch ein Euphemismus. Gibt es da politische Bewegungen? Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Es gibt den Entwurf der Europäischen Kommission zur Chemikalienstrategie. Dieser Entwurf ist im Oktober vorigen Jahres veröffentlicht worden und er sieht vor, dass Chemikalien, und Pestizide sind Chemikalien, die in der EU verboten sind, nicht produziert werden dürfen für den europäischen Bedarf aufgrund ihrer Giftigkeit, dass diese auch in Zukunft dann auch nicht exportiert werden dürfen sollen. Wie sich der Entwurf dann in die Realität umschlägt, bleibt abzuwarten und vor allen Dingen auch zu begleiten, um dafür zu sorgen, dass der möglichst wenig verwässert wird und möglichst bald umgesetzt wird. Vielen Dank. Letzte Frage an Wiebke. Jetzt gibt es diese schöne Studie. Was passiert damit? Die ist natürlich zum Download erstmal verfügbar und alle können da nochmal reinlesen und sich das ganz genau anschauen. Langfristig sind wir da, glaube ich, einfach in einer langen Tradition von dieser Kritik an den Doppelstandards und wir hoffen weiterhin, den Fokus auch der Öffentlichkeit genau darauf zu lenken, sodass sich langfristig dann erstmal hier in Deutschland auf der Nationalstaatenebene Druck aufbaut, dass die kommende Regierung auch endlich handelt und den Export einstellen wird. Und wir haben eine Kampagne laufen, eine sehr gut, ja. Kampagne, wo bis jetzt über 170.000 Menschen schon unterschrieben haben und die steht in direkter Beziehung zu dieser Studie. Also. Genau, also da auch gerne fleißig unterstützen, fleißig unterschreiben auf den Websites von PAN und INCOTA. Vielen Dank. Mir ist total bewusst, dass ganz viele spannende Fragen und Kommentare nicht beantwortet wurden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir es doch heute Abend geschafft haben, so ein bisschen in dieses Thema der Doppelstandards einzuführen. Und wir müssen jetzt zum Schluss kommen.
Ich denke, heute ist klar geworden, wie hochgefährlich der Einsatz von Pestiziden für viele Menschen weltweit ist. Ganz im Allgemeinen, aber natürlich auch für Pestizidwirkstoffe von Bayern BASF, die eben für eine Vielzahl von Wirkstoffen verantwortlich sind, weil sie sie entwickelt haben und oder vermarktet haben, die alle sehr gefährlich für die menschliche Gesundheit sind. Ich glaube, es wurde auch deutlich, dass freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen absolut nicht ausreichend sind und es einer viel strengeren Regulierung auf verschiedenen Ebenen, wir sprachen über die nationalstaatliche Ebene, egal ob es jetzt in Deutschland, Mexiko oder in Südafrika ist, auf der Ebene der EU, aber natürlich auch weltweit. Und ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass das weiterhin eine große Baustelle ist. Und es bedarf einen langen Atems, eben die Herstellung, die Lagerung und den Handel mit diesen hochgefährlichen Wirkstoffen zu beenden. Ich möchte ganz gerne nochmal auf unsere Studie hinweisen, Doppelstandards und Ackergifte von Bayer und BASF, herausgegeben von Incota, Pan Germany und der Rosa-Luxemburg-Stiftung und natürlich auch auf unser Audio-Feature zum Thema Doppelstandards im Handel mit Pestizidwirkstoffen, das ich Ihnen wirklich gerne ans Herz legen möchte. Die Links gibt es im Chat und es ist auf Englisch und auf Deutsch verfügbar. Und ich glaube, vieles, was wir heute hier im Rahmen dieses Online-Events angesprochen haben, kann da auch wieder nachgehört werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Klausing, bei Wiebke Beushausen, bei Colette Solomon und Irma Gomez dafür, dass Sie heute mit uns all ihr Wissen mit uns so freigebig geteilt haben. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Dolmetscherinnen. Ich glaube, ich habe denen heute auch viel Arbeit gemacht, weil ich zwischen Deutsch und Englisch hin und her gesprungen bin. Ich bedanke mich auch bei Susan Hafmanns von Pan Germany und Lena Bassermann von Incota, die für ihre ganz wertvolle Unterstützung im Hintergrund. Und natürlich bedanke ich mich ganz, ganz besonders bei Ihnen allen für Ihr großes Interesse und vor allem auch für Ihre sehr couragierten Beiträge und für Ihre aktive Beteiligung an unserer Diskussion. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen, je nachdem, wo Sie auf dieser Erde sind, noch einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder auch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und ich freue mich sehr darauf, wenn wir auch in der Zukunft durch die ein oder andere Aktivität weiter in Verbindung bleiben. Machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.